gladiators take the rote Laterne. Die Admira knüpft der Austria einen Punkt ab und liegt damit nicht mehr auf dem letzten Tabellenplatz. Außerdem spielen die Südstädter seit einer gefühlten Ewigkeit wieder einmal zu Null. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dein Verein Admira. An meiner Seite Sky-Experte Manuel Ortlechner. Hallo Otti. Servus, hallo. Otti, 26 Spiele lang nicht zu Null. Jetzt hat es endlich wieder einmal geklappt, dass die Admira kein Tor bekommen hat. Welche Bedeutung hat denn das auch für den Verein, für die Mannschaft? Ich denke mir, dass sich wahrscheinlich der Tormann mit am meisten darüber freuen wird. Andi Leitner, glaube ich, ist ja doch der gewesen, der dann meistens den Ball aus dem Netz rausgefischt hat und ist dieses Mal erspart geblieben. Natürlich ist es auch wichtig, mit einer guten Defensivleistung ist ja die Basis auch, dass man erfolgreich ist. Und das hat man auch jetzt wieder gesehen. Ich finde auch schon, dass man vor der Länderspielpause auch gegen LASK ganz gute Defensivleistung geboten hat. Da hat auch nicht viel gefehlt, dass man vielleicht auch mehr mitnimmt. Und sie haben das ähnlich, finde ich, auch im Matchplan-Training gehabt, auch gegen die Austria. Und ja, man hat gesehen, man hat sich absolut stabilisiert als Mannschaft. Da muss man auch dem Trainer großes Kompliment aussprechen. Und die Leistung war zwar jetzt erst selten nicht schön anzusehen von beiden Mannschaften, unterm Strich, glaube ich, ist die schon in Ordnung gewesen. Ja, dieses torlose Remis, dieses 0:0, darauf blicken wir jetzt noch einmal zurück. Philipp Paternina macht das für uns. Wieder kein Auswärtssieg für Christian Ilzer und die Wiener Austria. Die Zuschauer in der Südstadt bekommen über weite Strecken eine echte Nullnummer geboten. Aber die Admira hat in der 10. Minute eine gute Chance. Christoph Schösswinter scheitert. Das war die einzige nennenswerte Szene der ersten Hälfte. Dann die zweiten 45 Minuten und da sollte sich doch mehr tun. Beide Mannschaften mit mehr Offensive und die Austria reklamiert hier Elfmeter, den es hätte geben müssen. Das war ein Foul an Palmer Brown von Lukacevic. Der Trachter hat es übersehen. Die Austria wird dann offensiv immer präsenter. Und die Chancen kommen. Interessante Aktion über Zakaria. Gute Abwehr auch von Leitner. Dann die Admira. Über den eingewechselten Jimmy Hoffer. Und der scheitert, war nicht im Abseits. Gute Chance für ihn. Weiter also 0:0. Da waren schon 77 Minuten gespielt und dann die größten Chancen in dieser Begegnung. Der eingewechselte Bundesliga-Debütant Pichler in der 80. Und dann Dominik Fitz in der 84. Aber beide treffen nicht. Und somit ist das erste 0:0 in dieser Bundesliga-Saison Realität. Ein Punkt, der eigentlich beiden Teams nicht großartig weiterhilft. Ja, Philipp Paternina hat es schon angesprochen. Nach 15 Runden das erste 0:0 überhaupt in dieser Bundesliga-Saison. Also nicht nur für die Admira etwas Besonderes, Orte. Wie leistungsgerecht ist es denn, dieses 0:0? Ist das okay so? Na, ich denke, dass die erste Halbzeit überhaupt nichts passiert ist. Es war wirklich, kann man auch so sagen, ein sehr ereignisloses Spiel. Aber zweite Halbzeit denke ich, dass es doch Möglichkeiten gab auf beiden Seiten und wahrscheinlich würde ich schon sagen, eher auf Austria-Seite. Aber es gab auch die Chance natürlich auch für die Admira, dass man in Führung geht durch Jimmy Hoffer. Da gab es auch eine Doppelmöglichkeit. Aber Richtung Ende hin, dann denke ich, dass die Chancen plus eher auf Seite der Austria war. Aber trotzdem, unterm Strich hat sich, glaube ich, keiner beschwert darüber, dass jeder einen Punkt mitgenommen hat. Also Chancen plus auf Seiten der Austria, wie du sagst. Aber was hätte es von der Admira noch gebraucht, dass man eben dieses eine Tor erzielt hätte? Außer, dass Jimmy Hoffer vielleicht die Chancen nutzen hätte sollen. Jetzt könnte man es natürlich leicht machen und sagen, ja, in Sinan Bakış hat er gefehlt. Der ist leider mit Oberschenkelproblemen draußen gewesen und konnte so mitten nicht spielen. Aber das wäre, glaube ich, zu einfach. Ich denke auch, dass generell offensiv beide Mannschaften zu wenig Kreativität auch hatten. Vielleicht ist es auch der gegnerischen Reihen geschuldet gewesen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es auch, wenn ich bei der Admira auf das Torverhältnis blicke, hat man mit den wenigsten, also man hat überhaupt die wenigsten Tore, glaube ich, aller Mannschaften in Österreich zugute stehen. Und dann sieht man schon auch, dass es jetzt einmal wichtig war, auch wenn man jetzt den Klaus Schmidt seine Arbeit beurteilt, dass er mal eine gewisse Stabilität reinbringt. Das ist ihm sicher gelungen. Und ich denke auch, je länger er auch Trainer ist und die Mannschaft gefestigt ist, wird es auch sicher in der Offensive mehr zu erkennen sein. Und da kommt ja dann eh die Winterpause eigentlich dann recht, dass man mehr in diese Richtung auch arbeitet. Ja, Stichwort Klaus Schmidt. Hören wir doch mal rein, wie er diesen Nachmittag erlebt hat.
Wir haben nach gefühlten 2,5 Jahren das erste Mal hier zu Null gespielt oder überhaupt zu Null gespielt. Das heißt, die Mannschaft hat sich in den letzten Wochen und vielleicht sogar ein, zwei Monaten stabilisiert. Und heute ist das erste Mal, sage ich mal, die Ernte eingefahren worden und wir haben kein Gegentor bekommen und das ist mir wichtig. Wir hätten aber nach vorne auch die ein oder andere Option gehabt, irgendwo in einem Konter bzw. einer Standardsituation das Führungstor zu machen. Haben wir nicht gemacht und somit denke ich, ist das Unentschieden oder dieses 0:0 gerecht. Wo war denn diese Osterkrainer-Schärfe, die Sie verlangt haben in der Offensive? Ich habe gesagt, die Mannschaft generell ist scharf und das war sie. Wir haben gegen den Ball richtig gut gespielt. Das war uns das Wichtigste heute und ja, die Mannschaft, Boris Miljanic hat heute Sinan Bakić sehr gut ersetzt, hat natürlich lange nicht gespielt und deswegen war in erster Linie wirklich einmal die Stabilität erforderlich und ja, der ein oder andere Standard ist nicht reingegangen und deswegen ist die Partie 0:0 ausgegangen. Ja, auch hier das große Wort Stabilität. Otti, du hast es kurz schon angesprochen. Ist das eben, dass er Stabilität reingebracht hat, so die größte Errungenschaft von Klaus Schmidt jetzt in seiner bisherigen Amtszeit bei der Admira? Nein, ich glaube immer erstens das und zweitens sicher auch, dass da unglaublich viel Emotion wieder drinnen ist in dieser Truppe. Das war schon auch etwas, was man ihnen auch vorwerfen durfte. Das war am Anfang nicht immer wirklich zu sehen. Aber mit dem Klaus Schmidt weiß man, da kommt ein emotionaler Trainer, der auch sehr viel Energie mitbringt. Und das hat er eigentlich vom Tag 1 an auf die Mannschaft übertragen können. Und dadurch hat die Mannschaft auch stabilisiert. Der Fokus war sicher natürlich auch darauf, dass man zu viele Gegentreffer erhalten hat. Also wenn man sich die letzten Ergebnisse ansieht, dann ist das nicht mehr wirklich der Fall. Somit denke ich, der Trainer seinen Auftrag einmal so teilerledigt. Das war auch das, was man sich erwarten durfte. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin gespannt dann in der Winterpause, wie er dann das ganze Thema auch anlegen wird, weil es ist natürlich dann unterm Strich vielleicht zu wenig, wenn man den Fokus nur noch auf die Defensive legt. Aber wenn ihm dann eine gute Balance gelingt, und es gibt ein paar sehr interessante Spieler auch bei den Admiranern, die in der Offensive da schon auch über gewisse Qualität verfügen, dann kann auch im Frühjahr noch sehr, sehr viel passieren. Und die Mannschaft, denke ich, hat gezeigt, dass da noch sehr viel Leben und Qualität da ist und dass man von da hinten weg will. Und auch wenn man die Laterne abgegeben hat, aber es sind trotzdem 10 Punkte und das ist ein Punktegleich mit einem davor und einem dahinter. Ja, dann wollen wir mal hören, Otti, wie die Mannschaft selbst die aktuelle Situation und dieses Spiel gegen die Austria einschätzt. Wir sind einfach alle froh, dass wir jetzt endlich mal seit sehr, sehr langer Zeit zu Null gespielt haben und vor allem daheim ist noch schöner. Und ja, ich glaube, den Punkt da im Großen und Ganzen geht da in Ordnung und den nehmen wir natürlich mit. Wir hätten sicher ein, zwei Tore machen können, hätten es auch verdient. Wir haben ziemlich gut gespielt, finde ich. Haben auch in vielen Phasen dominiert. Vor allem in der ersten Halbzeit. Haben gut gepresst, haben nichts zugelassen. Und ich glaube, ein Tor hätten wir uns mindestens verdient heute. Naja, ich glaube, wenn ich meine zwei Chancen hernehme, dann hätte ich da schon einen machen müssen. Aber ja, es wollte eigentlich nicht sein heute. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, mit dem Punkt können wir auch gut umgehen. Aber ja, ist natürlich nach dem Spiel sehr, sehr bitter, wenn man solche Chancen vergibt. Wie viel Luft ist da noch nach oben da? Ich glaube, genug, weil wir haben ziemlich viel Potenzial, wie wir heute gesehen haben. Und wir müssen dann nur die Tore schießen. Und wenn wir das machen, dann glaube ich, können wir nicht ganz unten hin. Das ist alles so eng und geht alles noch so lang, bis das ganz entschieden wird. Und ja, ich glaube, dass im Frühjahr dann richtig krachen wird, dort zählt es dann. Und jetzt versuchen wir einfach so viele Punkte wie möglich noch zum Einfahren, dass wir dort dann gut einstarten. Ja, unsere Kollegin Constanze Weiß hat es schon angesprochen, Otti. Wie viel Luft ist noch nach oben? Geht es jetzt wirklich, wie Andi Leitner auch sagt, einfach darum, so viele Punkte einzufahren wie nur möglich und dann schauen, wenn sie halt dann da ist, die Qualifikationsgruppe. Ja, um das geht sowieso, so viele Punkte wie möglich zu holen. Man muss natürlich jetzt schauen, dass man auch den einen oder anderen Sieger mal mit einer kleinen Serie, vielleicht 2 oder 3 Sieger hintereinander einfährt. Weil dann kann man sie vielleicht auch mal etwas absetzen, weil die Situation ist halt nicht die einfachste natürlich, wenn man da hinten hängt. Aber es wird die Zukunft weisen. Also ich bin schon sehr gespannt, wie sie die letzten 3 Runden noch gestalten heuer. Ja, dann kommen wir doch von den Admiranern auf dem grünen Rasen zu den Admiranern an der Konsole. Es fand das E-Bundesliga-Event statt, wo eben ermittelt wurde, wer für die Admira in der E-Bundesliga spielen darf. Und da waren wir mit dabei. Ja! Mein Name ist Björn Tölk, ich bin Spieler von Admira. Und bin heute hier in Mödling bei der Raiffeisenbank und bei dem schönen E-Sport-Event. Ja, ich glaube schon, das ist eine gute Sache. Also ist ja auch in den letzten Jahren sehr groß geworden und ich glaube, es wird auch immer größer. Und ich glaube, es ist einfach eine coole Aktion für viele junge Leute, die eigentlich als in der Freizeit, als Hobby eigentlich nur die Spiele spielen, in dem Fall FIFA, dass sie halt gegeneinander antreten können und sich dann halt beweisen können.
Das Event war super. Alle Unklarheiten, falls es welche gab, wurden sofort bereinigt bzw. alle Fragen wurden beantwortet. Technisch war das top. Jeder wusste immer, wo er zu sitzen hat, wie er zu spielen hat. Also sehr gut. Ich liebe einfach Fußball, alles mit Fußball zu tun hat. Ich mache es gerne und auf der Konsole oder am Spielfeld ist für mich fast dasselbe. Also mich freut es unheimlich. Also ich habe jetzt wirklich die Wochen davor wirklich darauf hin trainiert, dass ich da was erreiche. Ja, und es hat funktioniert, dass ich jetzt hier beim Finale dabei bin. Es ist mir natürlich eine große Ehre, dass meine zweite Teilnahme im Bundesliga-Teamfinale und ich hoffe, dieses Jahr natürlich die Admira gut zu vertreten. Die Vorbereitung wird wahrscheinlich so ablaufen, dass wir uns gemeinsam als Team zusammensetzen und an unseren Stärken und Schwächen arbeiten und unsere Spiele analysieren, Wiederholungen anschauen und gegenseitig einfach spielen und besser werden. Ich kenne ein paar von den Jungs, kenne ich schon von letzten Jahr und ich freue mich auf eine geile Zeit mit den Burschen. Ja, und jetzt noch einmal von der Konsole zurück auf den grünen Rasenort. Wenn wir auf die Tabelle blicken, es ist unfassbar eng da hinten. Also man sieht die Admira jetzt auf dem 11. Tabellenplatz. Drei Mannschaften mit 10 Punkten. Das Restprogramm der Admira sieht folgendermaßen aus. Also es geht jetzt gegen Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg ist zu Gast in der Südstadt. Dann muss man nach Mattersburg und danach kommt dann noch Rapid. Wie schätzt du die Chancen ein, dass man da eben noch ordentlich punkten kann? Natürlich, wenn man jetzt das Ergebnis anschaut, auch von St. Pöltenern gegen die Salzburger, gibt es, glaube ich, auch ein Stück weit Hoffnung für die Admiraner, dass man auch an den Salzburgern was abknüpfen kann. Da braucht man natürlich einen außergewöhnlichen Tag. Aber vielleicht, sie spielen ja Champions League auch noch unter der Woche. Richtig. Noch spannender, denke ich, ist dann aber die nächste Begegnung gegen die Mattersburger. Da trifft man auf einen unmittelbaren Konkurrenten. Also da braucht man dann wirklich gar nicht darüber diskutieren, wie wichtig dieses Spiel ist. Und gegen Rapid weiß man auch, ist ja auch nicht wirklich die einfachste Aufgabe. Also dieses Restprogramm hat schon in sich, würde ich sagen. Diesen Trend weitersetzen, fortführen, würde ich eher sagen, dann kann nichts passieren. Ja, und alle Spiele gibt es natürlich live bei uns auf Sky Sport Austria. Über das Spiel gegen Salzburg berichten wir dann am kommenden Montag. Otti, ich sage dir danke fürs Dabeisein bei dieser Ausgabe von Dein Verein. Bis dahin, bis zur nächsten Ausgabe. Machen Sie es gut. Ja.